Mom, würdest du mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Ich habe keine Lust, mir das alle 10 Sekunden anzuhören. Dann wirst du mich vielleicht irgendwann verstehen. Komm, Kleines, wir wollen essen. Falls du noch weißt, was richtiges Essen ist. Protein, tja, vorsintflutlich. Pack mir mein junges Herz in Fett. Müssen wir uns sowas anhören? Sie ist deine Tochter. Aber auf dich hört's. Ja, doch nur eine Sekunde. Den Rest kannst du an eine Wand drehen. Hey, Dad, hast du schon gehört, dass die Sheriffs alten Herren wegen Trunkenheit am Steuer eingelocht haben? Ihre Mom ist schier ausgerastet. Ich finde, das geht uns überhaupt nichts an, Noreen. Mr. Baumler ist ein Kunde deines Vaters. Und er ist auf gar keinen Fall ein alter Mann. Aber er ist doch ein alter Mann. Natürlich, so wie dein Vater einer ist. Ich dachte, du kannst Sherry nicht mehr leiden. Weißt du, das kann ich auch nicht. Aber dass sie Sherrys Vater verknackt haben, das finde ich cool. Er ist nicht verknackt worden. Kriminelle werden verknackt. Mr. Baumler wurde verhaftet. Er war voll wie ein Müllsack. Ich habe ihn schon ein paar Mal aus dieser Kneipe kommen sehen. Er brauchte einen Kompass, um seine Hände zu finden. Nun, welche Fortschritte hast du auf der Klarinette gemacht? Es läuft hervorragend. Ich verwandle Langeweile in eine Kunstform. Kenny, vergiss nicht, dein Vater fing in deinem Alter auch an, Klarinette zu spielen. Und das kommt ihm zugute, wenn er für einen Kunden ein Geburtstagsständchen spielen kann. Was, Kenny, habe ich an mir, das du nicht respektieren kannst? Nichts. Nur die Klarinette ist scheiße. Der Hackbraten auch. Schnauze, sage ich! Schnauze! Schön ruhig und es geschieht euch nichts. Diane, bitte tu, was er sagt. Hören Sie, wir tun alles, was Sie wollen. Nur tun Sie niemandem etwas. Also was wollen Sie? Er kann es Ihnen sagen, wenn er will. Du schuldest mir 6 Riesen. Kenny, kennst du diesen Mann? Mom, bitte. Hör zu, du kriegst sie. Ich besorg sie dir mal. Besorgen? Was willst du? Nicht, Dad. Zeit ist abgelaufen. Da steht ein neuer Jaguar in der Auffahrt. Los, gib mir den Schlüssel. Gib ihm den Schlüssel, Alter. Oder wir werden ein kleines Hühnchen mitnehmen. Sowas nenne ich wirklich freundlich. Ich hoffe, dein Essen schmeckt gut. Uns umbringen! Nicht, Dad, nicht! Kenny, bitte! Nochmal, wo ist der? Ach, hier. Ich rufe jetzt die Polizei an. Wenn du das tust, werden sie mich töten! Du bist auf dem falschen Dampfer, Kleiner. Das wird niemals geschehen, niemals. Warum nicht? Weil wir Polizisten keine Cowboys mehr sind und auf der Straße rumknallen. Deswegen. Wir sind jetzt Wissenschaftler geworden. Es gibt Computer, die Gerichtsmedizin und es gibt den kleinen, schmalbrüstigen Pflichtverteidiger, der den Fall aus dem Gerichtssaal wirft, nur weil du vergessen hast, seinen Mandanten zu fragen, mit welchem Bein er an seinem Verhaftungstag aufgestanden ist. Ja, ich weiß, aber was ist, wenn wir plötzlich einen Anruf bekommen, einen 450? Da wollen also 6 coole Typen mit Messer und Ketten ein paar Bullen niedermachen. Und die Bullen sind zufällig wir. Was dann? Nun, wir fahren nicht hin. Das ist nicht dein Ernst. Wir müssen aber hinfahren. Und zwar, weil sie eine Frau in ihren Krallen haben, die um Hilfe schreit, weil sie peinigen. Wir würden nicht hinfahren. Ich würde fahren. Nein, das würdest du nicht, Poncho. Nicht, solange du mit mir zusammenfährst, denn ich habe nur noch 6 Monate vor mir. Und meine Pension opfere ich nicht für eine schreiende alte Frau. Mich regt nur auf, wenn meine Alte mal schreit, aber dann führe ich sie aus und sie ist für Wochen zufrieden. Lehrten Sie früher sowas auf der Akademie? Vor 30 Jahren gab's noch keine Akademie, nur die Straße. Du fuhrst 3 Wochen auf dem Rücksitz mit, das musste reichen. Wir lernten von den Killern und Ganoven, die sich aneigneten, was ihnen nicht gehörte. Das war ein Schnellkurs, aber sehr gut. Heute musst du mehr bringen. Heute ist Computerwissenschaft angesagt. Man erzählt hier von dir, dass du in der Polizeischule einen John Wayne-Kurs neu eingeführt hast, Kleine. Die letzten 2, die du fertig gemacht hast, liegen mit einer gebrochenen Nase in der Klinik. Sieht so aus, als wärst du einer von den ganz harten Jungs. Nein, das bin ich nicht, Dunnigan. Doch, das bist du. Denn mit dieser Babyfresse hattest du schon von der 4. Klasse an Schwierigkeiten. Wagen 24, bitte melden. Wagen 24, bitte melden. 1 Zebra 6, ich kannte deinen Vater. Wagen 24, er war ein guter Polizist. Euch.
Verdammt nochmal, 1 Zebra 6. Aber eins ist sicher. Er war auf jeden Fall etwas größer als du. 1 Zebra 6, Code 1, kommen. Möglicherweise war er deswegen so ein gutes Ziel. Ja. 1 Zebra 6, reden Sie. In der Sycamore 729 wurde ein 211er gemeldet. 1 Zebra 6, wir sind unterwegs. Hey, wollen wir die Tassen nicht erst rausstellen? Vergiss die Tassen. Ach, vielen Dank, Dunnigan, das war wirklich nett. Sie sagen also, dass Sie die Leute noch niemals gesehen haben? Aber nein, ich bin Versicherungsagent. Wissen Sie, dann hoffe ich nur, dass Ihr Jaguar auch versichert ist. Und wenn mir Ihr Sohn keinen Anhaltspunkt gibt, ist er bis morgen Mittag raumundiert und stückchenweise verkauft. Er will mir nichts sagen und kommt nicht aus seinem Zimmer. Weißt du, als er das letzte Mal was gemacht hat, wolltest du ihm nicht erlauben, zu diesem Eurythmics-Konzert zu gehen. Tja, mein Bruder ist ein Sensibelchen, aber in Sport ist er dafür eine Null. Hey, bist du nicht so jung, um Polizist zu sein? Du siehst aus wie der Junge in Pretty in Pink. Ja, deswegen lassen wir den Burschen auch kein Pink mehr tragen. Er ist so sehr aufgefallen. Miss, halten Sie es vielleicht für möglich, dass Ihr Bruder Kenneth die Verdachte, die Verbrecher schon vorher kannte? Ja. Halten Sie das für möglich? Anders ausgedrückt, Prinzessin. Kannte er die Idioten, die den Wagen deines Vaters jetzt haben? Oh, Sie sagten, Sie würden ihn kennen, aber das glaube ich nicht. Solche Leute kennt er nicht. Das waren ziemlich harte Jungs. So, hier ist der Kaffee und danke. Ich trinke die Milch. Ich habe ein Magengeschwür, das ist so groß, dass es eine eigene Postleitzahl hat. Mein Partner hier wird Ihnen eine Weile Gesellschaft leisten, falls die Jungs wiederkommen. Konntest du an ihn herankommen? Er hat Angst, Bill. Also, mein Freund, du wirst jetzt eine Weile das Familieninterventionsprogramm durchlaufen. Der Kleine war Klassenbester. Sie können keinen cooleren bekommen, hm? Doch wenn Sie mich fragen, Bill, wenn Kenny mein Junge wäre, dann würde ich die Tür eintreten und es aus ihm herausbrücken, verstanden? Bitte verzeihen Sie es meinem Partner. Alles, was er weiß, hat er vom Rücksitz eines Streifenwagens. Hä? Ist Ihr Sohn ein guter Schüler? Nun... Natürlich ist er das. Außer wenn es um Sport geht, da ist Kenny eine Flasche. Kenny, die Polizei erwartet jetzt Hilfe von dir. Natürlich. Kenny, der Officer will dich sehen. Ich brauche nur eine Sekunde. Hi. Das macht Angst, hä? Kanntest du einen von den Jungs, die vorhin hier waren? Ich werde Ihnen nichts erzählen, nichts, Polizist. Es verstößt nicht gegen das Gesetz, wenn du Angst hast. Wieso lassen Sie mich dann nicht in Ruhe? Okay. Doch was wird passieren, wenn die Jungs wiederkommen? Das war gute Arbeit, Professor. Du hast weniger als nichts erreicht. Er wollte uns nichts erzählen, also warum dann Zeit verschwenden? Hör zu, wir übergeben die Sache ans Jugendamt und melden Kenny und seinen Vater für ein Therapieprogramm an. Ach, du bist Experte. Ja, das bin ich. Ich habe den Familieninterventionskurs als Bester absolviert. Im Übrigen hat der Junge viel zu viel Angst, um uns was zu erzählen. 3 Wochen auf dem Schlachtfeld und schon bist du Kinderpsychologe geworden. Hier. Jetzt will ich mal sehen, ob du auch das Fahren von diesen Dingern verstehst. Aber fahr nicht durch Schlaglöcher, denn ich habe auch Hämorrhoiden. Weißt du, Charlie, vielleicht sollte deine Alte dich einschläfern lassen. Meine alte Rosi lullt mich ein, mein Kleiner. Deswegen funktioniert ja unsere Ehe so gut. Hm? Schnauze, Mann! Du tust jetzt genau, was ich sage, verstanden? Mach sie auf! Ich sagte, mach sie auf! Leg deine Hände auf den Tresen, du Penner! Wo ist der Rest, hä? Ist das alles? Komm jetzt, der hat sie doch schon in die Hosen geschissen. Schön, verschwinden wir. Nun komm schon, Breeze. Also, Professor, was glaubst du, steckt bei dem Jungen dahinter? Drogen. Ja, das wäre möglich.
Ich schätze, er schuldete den Jungs was und die wollten kassieren. Und irgendein Vögelchen zwitschert mir, dass sein Alter nicht meine Anzeige erstatten wird. Möglicherweise, Kleiner, erzeugt das so viel Staub. Ich meinte nur, es könnten Drogen sein. Vielleicht ist es auch was anderes. Ich meine, wie ein Drogensüchtiger sah er ja nicht aus. Wie soll der Bursche aussehen, wie Mick Jagger? Heutzutage, Kleiner, findest du doch mehr Süchtige im Profisport als in den Yachtsclubs. Notier dir, wo der Junge zur Schule geht. Und die Adresse geben wir dann im Revier ab. Alles klar, Chef. Fahr wieder zurück. Wieso? Ich will mir deinen Wagen etwas genauer ansehen und tu das nicht so auffällig, wenn es geht. Alter, die wissen von gar nichts. Habt ihr Schwierigkeiten? Nein. Ist das dein Ernst? Ja. Bist du wirklich sicher? Haben Sie Probleme? Ich frage mich, wieso ihr bei Grün anhaltet und nicht fahrt. Also, John Wayne, Blaulicht und die Sirene anmachen. An alle Einheiten und an 176. Ein 211 hat sich gerade in der Kensington Nummer 126 ereignet. Verdächtige Personen sind bewaffnet und fahren in einer grauen Limousine älteren Modells in Richtung Süden auf der Roy Cross. Das sind wir, wilder Reiter. 1 Zebra 6 an Zentrale. Wir verfolgen eine Limousine älteren Typs. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Dodge. Das Kennzeichen lautet 2... Hier kommt es auf die Kürze an. Fahndung und Haftbefehle für tiefer gelegten Dodge. 2 Baker Edward. 135. Over. Hab ich nicht gesagt, dass ich Hämorrhoiden habe? Du machst mich fertig, John Fay. Hey, bist du wahnsinnig? Du wolltest sie verfolgen, also verfolge ich sie. Du solltest sofort versuchen, aus dieser Einbahnstraße rauszukommen, bevor du jemanden umbringst. Bewegung. Nicht mal blinzeln. Hansen, zieh sofort deine Pistole. Aha. Also, Jungs, kommt raus, aber langsam. Eine falsche Bewegung und ihr seid platt. Na, kommt schon, bewegt euch. Und jetzt die Hände auf die Haube. Dreht euch rum und stellt euch gegen den Wagen. Schlaft nicht ein. Und nun die Beine auseinander. Pass schön auf sie auf, Hansen. Hey, nimm die Hände aus meinem Schritt, Bulle. Halt die Schnauze. Ich versuche jetzt eine Telefonzelle zu finden. Wenn ich eine gefunden habe, rufe ich Verstärkung. Schaffst du das hier? Ja, wieso benutzt du nicht den Funk? Weil ich es, als ich versuchte, mich festzuhalten, aus dem Armaturenbrett rausgerissen habe, John Wayne. 6 Monate bis zu meiner Pensionierung und ich habe Evil Knievel als Partner. Hey, was bekommt ein Pfadfinder für einen Lohn für diesen Auftritt hier? Halt die Klappe, Mann. Hey, Bübchen. Hast du schon einen Ausweis? Das hier reicht doch als Ausweis, hä? Alter, sowas habe ich als Spielplatzaufsicht im Jugendgefängnis getragen. Ich sag dir keine Bewegung. Ich nehme nur eine Zigarette, Heidi. Dein Großvater hat ja unsere Waffen schon. Gib ihm eine Chance. Der Kleine ist unerfahren. Darauf würde ich nicht wetten, Alter. Also keine Bewegung. Herr Lehrer, ich muss mal pinkeln. Dunnigan, wie lange dauert das noch mit deiner Verstärkung? Wäre doch möglich, dass er dich verlassen hat. Ja! Ach, fertig, Briggs! Oh mein Gott! Komm schon, Breeze, verschwinden wir hier! Reicht schon, Breeze! Hör auf, Hansen! Hör auf! Hör auf! Habt ihr keine Erwachsenen mehr bei den Bullen? Da hat man ja das Gefühl, man wäre ein Kinderschänder. Das war wirklich spitze. Du langst dreimal hin und... Und drei Mann haben eine gebrochene Nase. Hey, Crash Gordon, das hast du sehr gut gemacht. Den Streifenwagen werden sie dir leider vom Gehalt abziehen.
ich habe ein Nasenscheidenproblem. Doc, glauben Sie, dass Sie das für mich gerade biegen können? Sehr witzig, Maddox. Ach, komm schon, Mike. Der Bursche ist nichts weiter als eine Belastung. Ich habe diese Nase, weil der blöde Hansen einen Idioten nach dem Führerschein fragte, nur weil er ein wenig die Geschwindigkeit übertreten hatte und weil dieser Fuzzi nicht glauben wollte, dass dieses Baby sowas darf. Hat Hansen ihm eine zuerst verpasst? Nein. Das würde er auch nie tun, denn er ist ein guter Polizist. Hansen reagiert nur etwas empfindlich, wenn ihn jemand als kleinen Jungen hinstellt. Daran wird er sich gewöhnen. Doch darauf will keiner warten. Er nimmt sich die Nasen von uns allen vor wie ein Schönheitschirurg in Beverly Hills. Nun, deine sieht jetzt besser aus, Summers. Ich hoffe, du wirst eine Rechnung dafür bekommen. Ach, komm schon, Mike. Er hat noch eine Chance verdient. Scheiße. Hi, Schläger. Tut mir leid wegen deiner Nase. Ach, vergiss das, mein Freund. Ich bin Ire und feiere jedes Jahr den St. Patrick's Tag. Wurde der Wagen gefunden? Einige Teile. Verdächtige? Mm-mm. Aber das ist nicht alles. Der Captain will dich sehen. Was für eine Überraschung. Hör zu, Kleiner. Wenn dir im Leben mal ein Flop begegnet, mach's wie ich. Mix dir einen Martini. Danke. Ja, ja, ich weiß das. Wir alle haben in letzter Zeit Probleme. Doch ich hätte viel weniger Probleme, wenn ihr euren Job anständig tun würdet. Bringt das in Ordnung oder ich leg's dem Chef vor. Ja, Sir. Morgen, Captain. Diese Primadonnen von der Sitte. Sie wollen nur noch einen Affen machen und rote Ferraris fahren. Wie geht's Ihnen, hm? Oh, wenn es was betrifft, Sir? Na, Sie? Dann miserabel, Sir. Ach ja? Sehen Sie, es ist nicht einfach, das jetzt zu sagen, aber ich sage es trotzdem. Ich muss einige Veränderungen vornehmen. Oh, ich habe mir schon gedacht, dass Sie das sagen würden, Sir. Ich habe deswegen auch nur eine Stunde geschlafen. Ich glaube, es war irgendwann zwischen dem Landwirtschaftsbericht und der Gymnastik zum Sonnenaufgang. Naja, so früh am Morgen ist auch nur Mist im Fernsehen. Nehmen Sie es nicht so schwer. Ich bin während des Koreakrieges aus der Navy geworfen worden, weil Sie herausgefunden hatten, dass ich erst 16 war. Ich bin 21, Sir. Ich dachte, Sie wären 22. Hören Sie. Wenn einer meiner Beamten eine Festnahme vornimmt, muss er in der Lage sein, die Situation zu beherrschen. Sie müssen, egal wer da gerade Mist gebaut hat, Sie müssen ihn das Fürchten lehren. Aber so wie ich das sehe, bringen Sie sie mehr zum Lachen. Hat Dunnigan das gesagt? Das braucht mir niemand zu erzählen. Sehen Sie, Tommy, auch Sugar Ray Leonard wird nicht mit Muhammad Ali in den Ring gehen. So ist das nun mal. Ich meine, Sie sind ein guter Mann, aber wenn ich Sie weiter draußen einsetze, bringe ich meine Männer in Gefahr. Bis jetzt waren es nur ein paar gebrochene Nasen. Mit Ihnen will leider keiner mehr als Partner fahren, Tom. Sie machen Sie nervös. Sie meinen, Sie wären gefährlich. Ein Risiko. Vielleicht sind Sie auch nur etwas zu jung. Ich bin kein Risiko. Naja, kein besonders großes. Das heißt also, ich bin draußen. Fantastisch. 6 Monate auf der Polizeiakademie und jetzt in der Würstchenbude. Oder ich werde, wenn meine Pickel im Gesicht verschwunden sind, vielleicht Sicherheitsbeamter in einem Disco-Club. In etwa. Doch ich hätte was, wofür Sie gut geeignet wären. Danach wären Sie genau der Richtige für uns. Dann komme ich in 10 Jahren wieder. In 10 Jahren wären Sie für diese Art von Auftrag zu alt. Setzen Sie sich. Ich werde es Ihnen verständlich machen. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin Nichtraucher. Die Behörde hat seit kurzem ein Undercover-Programm. Der Bürgermeister rief es ins Leben. Keiner von der Polizei weiß was davon, außer denen, die ganz oben sitzen. Es heißt Jump Street Kapelle. Naja, den Namen hat es, weil die Undercover-Einheit von dort aus operiert. Die Kapelle ist verlassen und befindet sich Jump Street, Ecke 6. Interessiert? Noch nicht ganz. Wir suchen bestimmte, sehr jung aussehende Beamte, von denen wir glauben, dass sie dem Druck standhalten können. Wir bringen ihnen bei, wie junge Leute zu sein. Dann schicken wir sie auf eine Highschool, wo wir einen Undercover-Mann brauchen. Also sowas wie, lass mal deinen Kumpel hochgehen, Alter? Ja, so ähnlich. Nein. Nein, danke. Sehen Sie, ich konnte schon früher die Highschool nicht ausstehen. In Schwimmhallen ohne Badehose zu baden, Gesundheitsfilme ansehen. Und weil deine Schuhe nicht irre genug waren, hast du die Frau, die du wolltest, auch nicht gekriegt. Ich will auf keinen Fall einen Schüler verhaften, weil er mit Papierkügelchen wirft. Hier geht es um Mordfälle. Das ist was anderes als Papierkugeln. Schauen Sie. Ich ging zu diesem Verein, um Streife zu fahren. Ich wollte Polizeibeamter werden wie mein... Ich wollte das Gesetz vertreten. Tom, entweder sagen Sie ja, oder ich werde Sie hinter einen Schreibtisch versetzen, bis Sie wie ein Polizist wirken. Ich bin Polizist. Wieso, denken Sie, mache ich Ihnen so ein Angebot? Denken Sie drüber nach. Wissen Sie, dass ich Ihren Vater kannte? Ich weiß.
Auf den müssen Sie stolz sein. Und auf das, was er in jener Nacht gemacht hat. Hey, ich schreibe Ihnen die Festnahme zu, wenn wir die Jungs fassen. Einverstanden? Geben Sie sie Dunnigan für die gebrochene Nase. Sie haben scheinbar auch den Humor Ihres Vaters geerbt. Hier ist der alte Tom Hansen. Ist jemand im Hause? Hey, na schön, dann eben nicht. Nicht auflegen, nicht auflegen, Dad! Doug Junior, ist Mom zu Hause? Nein, sie musste zur Schule. Warum? Naja, ich habe mich mit so einem Jungen rumgeprügelt. Oh nein, Tommy, nicht schon wieder. Du solltest sowas nicht machen. Auch nicht, wenn er sagt, mein alter Herr sei ein Faschist und alle Bullen wären Schweine. Jetzt ist Mom sauer, aber ich finde nicht, dass sie recht hat. Doch, ich finde, sie hat recht. Du solltest endlich erwachsen werden. Wusstest du nicht, dass man hier keine Abendgarderobe trägt? Doug Penhill. Das hier ist doch die Jump Street Kapelle, oder nicht? Nur für Katholiken. Die Nase da hält's für einen Buddhistentempel. Und ich halte es für eine Synagoge, denn ich bin Jude. Deswegen lebe ich zwischen Schuldgefühlen und der Hölle. Weißt du, sein Vater war ein Rabbi. Also spiel mit der Krücke niemals Bingo. Da ist der Kerl nicht zu schlagen. Du bist wohl der Neue, der den Schülerrat der Highschool infiltrieren soll, richtig? So ist es. Ich bin Officer Tom Hansen. H-T-E-O-K. H steht für Harry, T für Truman. Jetzt darfst du raten, in welchem Jahr seine Eltern in Amerika eingewandert sind. Das ist der Mann, der eine Atombombe auf unser Haus warf. Ja. Also, ich muss zu Captain Richard Jenko. Hey! Co! Mann, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du deinen Hammer und deinen Turbolader hältst. Du siehst ja aus, als wenn du ein Haarnetz tragen würdest. Hey, was läuft denn so, Mann? Hi. Ich möchte gern Captain Jenko sprechen. Ja? Ja. Das finde ich echt stark. Ist der hier? Wow, ja. Hey, Opa, ich brauche ein Autogramm. Könnten Sie ihm sagen, dass Officer Hansen hier ist? Könnte ich. Er soll nicht glauben, ich komme zu spät. Hey, Mann, bleib cool. Hm? Gefällt dir das Liedchen? Nicht besonders. Mir auch nicht. Oh Mann, lobet den Herrn, Halleluja, jetzt bin ich gerettet. Seit Woodstock bin ich ein Deadhead. Aha. Ich war nicht da, ich war erst 5. Hören Sie, ich muss mich bei Captain Jenko melden. Na, funktioniert sie wieder? Ja, sieh dir das an. Also, wo kann ich Captain Jenko finden? Du siehst gerade den Captain an. Ich bin hier. Außer am Samstagabend, da spiele ich die Leadgitarre mit ein paar Sackgesichtern in einer Garagenband. Sie sind Captain Jenko? Da fällt dir ein Ei aus der Hose, hä? Hey, der war einer von der ganz galaktischen Sorte. Er presst aus seiner Stratocaster mehr Musik raus als,
Eric Clapton, Jeff Beck und Alvin Lee zusammen, Mann. Jimmy war die Übernummer. Zu blöd, dass er das alles für eine kurze Reise des Highseins weggeworfen hat. Ich bin mit ihm... ich weiß zu wenig von ihm. Mit wem hat er zusammengespielt? Gott. Willst du ein Frühstück? Nein, danke. Ich schieb mir nachher ein Omelette rein. Das werden wir nicht. So viel ich weiß, schieben sich die jungen Leute zum Frühstück heute keinen schwarzen Kaffee. Oder Omelette zwischen die Kiemen. Ab heute gibt's Kartoffelchips und Limonade, Pommes frites und Pizza, Mann. Das ist die Pepsi-Generation, Bübchen. Nennen Sie mich nicht Bübchen, okay? Hey, Freundchen, ich bin dein Boss. Und ich nenne dich so, wie ich will. Setz dich mal dahin, Bübchen. Hör gut zu, Hansen. Während du dir da draußen auf der Straße von all den bösen Erwachsenen Tritte in den Hintern eingefangen hast, haben meine Jungs und ich uns für die wahre Schlacht fit gemacht. Weißt du, Kleiner, so wie ich das sehe, ist das Kind der Vater der Menschheit. Ich meine, die bösen Erwachsenen kommen von irgendwoher, sie schlüpfen nicht schon böse aus den Eiern. Deswegen versuchen wir sie zu entfernen, bevor sie die Highschool verlassen. Geschnallt? Geschnallt. Und erspar mir das Gesülze über meine Sprache, okay? Ja, ich weiß, Sie waren in Woodstock. So ist es, Bruder. Und wir haben dir 4 Wochen voraus. Das heißt, ich werde dir im Eiltempo das Notwendigste beibringen. Das Notwendigste? Hoff's! Ich werde dir beibringen, wie sich eine bestimmte Art Schulheftquäler benehmen, Bübchen. Na, wie findest du das? Und ich meine die von der üblen Schiene. Die Sorte, deren Charakter du annehmen sollst. Und zwar so, dass du selber glaubst, du wärst einer von ihnen, gerafft? Also, hey, Hoff's, wach auf! Es hört sich ätzend an, wenn du so schreist. Was gibt's? Hoffs? Hansen? Hansen? Hoffs? Hi. Judy, nimm diesen kleinen, unerfahrenen Menschen mit runter in die Garderobe und versuch eine anständige Tapete für ihn zu finden. Und bitte tut etwas gegen diesen abgefahrenen Haarschnitt. So sieht er aus wie ein Konfirmand. Halt dich an das, was Officer Hoffs sagt, Hansen. Das war cool, Mann. Die kleine Hoffs wird für heute Abend ein kleines Training organisieren. Wir sehen uns. Ist der etwa immer so? Ach, vergiss es. Unser Chef ist sowas wie ein Dauerhippie. Doch wenn es darum geht, sich verdeckt einschleusen zu lassen, dann ist unser Alter der Beste. Ich bin Judy Hoffs. Ach, lass das, Süßer. Das machen meine Leute nicht mehr. Oh, willst du einen Chips? Was jetzt, du Grufti?
Okay, wer war der Clown? Hey, was haben wir denn hier? Ein paar Rockstars oder ein paar Hirnlose? Na kommt schon, machen wir ein kleines Aufmunterungstänzchen. Hey Chase, was denkst du, was das ist? So eine Art Killer-Hippie? Friede und ein Haufen Liebe. Kumpel, von welchem Stamm bist du? Ich bin ein außerirdischer Mann vom Pluto. Du hast eine Flasche auf meinen Wagen geworfen, richtig? Und wenn es so ist, Alter, hier stehen ein Haufen Leute von uns, doch von deiner Sorte sehe ich nur einen. Das ist ein Argument, Keule. Komm schon, lass die Nase zufrieden, der hat doch bloß Flower Power. Ich hasse Blumen. Aha. Na komm schon, Locke, lass uns tanzen. Danke, aber ich habe Angst, dass du mir auf die Zehen trittst. Oho, das ist Gewaltlosigkeit, nicht wahr? Wir schlagen uns nicht, wir wollen nur den Frieden. Hey, Chase, lass das Blümchen in Ruhe. Ruhe in Frieden. Los, komm raus, du Sackgesicht! Okay, Hanson, das ist dein Typ. Wenn er das ist, Jenko, wieso nehmen wir ihn da nicht fest? Weil ich zuerst mal feststellen wollte, ob Panhell sein Vertrauen genießt. Wir werden noch reichlich Gelegenheit haben, diesen Zombie hochgehen zu lassen. Du weißt also, was zu tun ist. Ja. Ja? Und was hast du zu tun, Bübchen? Ich werde ein bisschen Stoff kaufen. Hey Mann, sowas ist für mich nichts Neues. Ich war beim Streifendienst. Beim Streifendienst. Da hast du sicher einen auf dem Hamburger gegessen, nicht wahr? So nicht so, als würdest du das hier ständig machen, Hanson. Du musst doch schon froh sein, wenn du im Laden eine Flasche Schnaps kriegst. Du solltest etwas leiser treten. Weißt du, dass sie dieser Pfeife beim ersten Mal Babyabführmittel für $100 angedreht haben? Ach, vergiss es. Okay, Schluss jetzt. Also, Hanson, ich werde dir sagen, wie es laufen wird. Du wirst hier erscheinen als Pernels Cousin. Du bist durch eine harte Schule gegangen, also mime hier nicht den Hilflosen, okay? Denn wenn du einen Fehler machst, haben die Brüder dich schneller enttarnt, als du dir vorstellen kannst. Ich hoffe, du hast das geschnallt. Natürlich habe ich das, großer Zampano. Und keine Sorge, wir können dir jederzeit zu Hilfe kommen. Der einzige Grund, warum wir das hier machen, ist der, damit du nicht wie ein Vollidiot aussiehst, wenn du das erste Mal einen echten Kauf machen willst. Comprende? Okay. Und noch was, Hanson. Ich will keine Festnahme. Ja. Hi, Travolta! Hey, das ist mein Cousin. Tommy, das da ist der alte Chase. Hi. Ist das der, von dem du erzählt hast? Na komm schon. Geh schon. Also, dein Cousin sagt, du bist okay. Was willst du? Ne Unze. Ne Unze? Woher kommst du, Mann? Omaha? Buffalo. Buffalo? In dieser abgefuckten Stadt ist die Zeit wohl stehen geblieben. Eine Unze kostet $200. Also du gibst mir die Mäuse. Ich will sie zuerst mal sehen. Nein, du wirst sie nicht sehen. Für $200 will ich die Ware auf jeden Fall sehen. Okay. Ich will mal dran riechen. Mann, du kommst mit Sicherheit aus Omaha. Hast du etwa ein Problem, Alter? Ich würde eher sagen, du hast eins. Ich glaube, du bist ein Bulle. Dieser Scheiß gefällt mir nicht. Ich kann meinen Stoff überall kaufen. Ich glaub's trotzdem. Na, mach schon den Finger krumm. Nein, du bist keiner. Denn ein Bulle muss alt genug sein, um in der Dunkelheit Auto fahren zu dürfen. Na, wie sieht's denn mit deinen Fahrkünsten aus, Chase? Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Voll verblödet? Was zur Hölle machst du da, Hanson? Ich nehme jemanden fest. Der Verdächtige hat gedroht, mich umzubringen. Das hier wollte er mir verkaufen. Der Typ handelt mit Rauschgift und ich habe ihn dabei erwischt. Nicht wahr, Jace? Nicht wahr, Jace? Hey, spar dir das. Spar dir das, Hanson. Was zum Teufel willst du dem Arschloch zur Last legen? Illegaler Verkauf von ein paar stinkenden Socken? Wovon reden Sie da, Mann? Was ist das? Was ist das? Panama Brown? Hä? Die kannst du dir um den Hals binden, wenn du erkältet bist. Aber vielleicht kannst du darin auch Pfifferlinge züchten, du Bonsai. Er hat dich reingelegt, verstanden? Hä?
Das war gute Arbeit. Gute Arbeit war das. Das war gute Arbeit, Mann. Hervorragend. Du hast gerade einen Ganoven verkonsumiert, den wir seit 6 Monaten wegen Waffengebrauch observieren. Und bis morgen Mittag ist das zu einem Herumfuchteln heruntergehandelt worden. Das müsste sogar ein Anfänger wie du wissen. Nehmen Sie den in Gewahrsam, Archie. Captain Jenko, das alles tut mir leid. Ich wollte doch nur... Das und nennen mich bitte nicht andauernd Captain. Hören Sie, ich versuchte nur, meinen Job zu machen. Sie versuchten was? Das, was Sie getan haben, war der größte Scheiß, Hansen. Du wolltest nur eine große Verhaftung machen. Ein Bulle sein, so ist das. Deswegen muss Panel jetzt da raus, denn es wird ihn jeder abgefahrene Punk, der mit Jace auf der Straße rumhing, sofort identifizieren können. So ist das, großer Bulle. Komm schon, verschwinden wir hier, bevor ich auf die Straße kotze. Das war eine gute Nummer, Hansen. Wirklich eine gute Nummer. Sollte es gehen. Es geht nicht. Hey, Großer. Könntest du mir das nächste Mal echte Burlington besorgen? Es tut mir leid, was gestern gelaufen ist. Ach, vergiss es. Junge, das ist keine schlechte Kiste. Ein 68er? Deiner? Hat meinem Dad gehört. Dann lass ihn bloß niemals Iyoki fahren. Hey, du weißt doch, Mann, das liegt an den Genen. Lass das, Panel. Hey, Hansen, du hast doch Jays Waffe untersuchen lassen. Aha. Nachdem die Ballistiker sie unter die Lupe genommen hatten, kam heraus, dass sie letzten Monaten einem Mordfall benutzt wurde. Ein Zeuge hat Jays identifiziert und er wird wegen Mordes angeklagt. Na, ist das gut? Es kann nur passieren, dass Jenko in diesem Fall sagt, wir vier hier sollen uns die Verhaftung teilen, okay? Oh, dagegen habe ich nichts. Ich habe Mist gebaut. Ich auch. Ich wusste nicht, dass Jays eine Waffe hatte. Mhm. Netten Wagen hast du da, Doug. Ist nicht meiner. Ist Hoffs. Wirklich? Also los, Hoffs, versuch's nochmal. Wirklich? Das ist echt dein Auto? Was davon übrig ist, ja. Wirklich? Ja, wirklich. Hey, dieser Wagen ist doch nur eine Übergangslösung. Ich bekomme einen Rolls mit einem pelzüberzogenen Armaturenbrett. Oh, wahrscheinlich ein Leopardenfell. Na los, starte. Hey. Der Vergaser ist nicht ganz okay. Schau nicht so ätzend. Okay, kommt mal rein. Das fasst man doch nicht. Hey Mädel, wer hat dir befohlen, so viel Einsen zu schreiben, hä? Es war ziemlich ruhig und deswegen konnte ich lernen, Jenko. Und jetzt komme ich vielleicht auf die Liste der besonderen Schüler. Groovy. So wie ich das sehe, ist es für Schüler, die sich auf dieser Liste befinden, ganz ungewöhnlich, dass sie Verbrechen begehen. Also pass auf dein Image auf, Kleines. Hey, Cenk, dann brauche ich meine Arbeit über Ozzy Newton auch nicht fertigzustellen, oder? Er ist Ozzy Osbourne, du Genie. Er heißt Isaac Newton, du Nase. Also mach deine Hausaufgaben ruhig weiter, aber bitte so, als wärst du ein Kiffer. Klar, ich mach sie verkifft. Gibt's sonst noch was, Hoffs? Wie ich schon sagte, es bewegt sich so gut wie nichts. Doch wenn der Schuss auf Alvarez vergessen ist, werden sie ganz sicher wieder loslegen, das ist doch klar. Ich bin immer noch dabei, die Waffe ausfindig zu machen, aber leider ohne Erfolg. Es ist zum Kotzen. Trotzdem, such weiter, Kleines. Pernell, was wollen wir denn jetzt mit dir machen? Ich warte auf deinen Vorschlag. Ich habe mir gedacht, jetzt, wo meine Tarnung mistigerweise aufgeflogen ist, könnte ich den Rest des Semesters ein bisschen Golf spielen. Nur weißt du, Kleiner, ich denke, für Bob Hope spielst du etwas zu schwach. Aber keine Angst, wir werden schon noch einen Anfängerplatz für dich finden, Buddy. Okay, was gibt's oben auf dem Berg? Weißt du, ich habe meinen Mann in der Cleveland High auf eine gewisse Menge angesetzt. Doch ich warte immer noch auf die Genehmigung der 6 Riesen vom Parker Center. Möglicherweise haben sie Angst, dass du sie nur für Babynahrungsmittel ausgibst. Okay, Hoffs. Hansen, du darfst dir jetzt in der Amherst High nasse Füße holen. Wir bringen dich dafür einige Wochen unter. Gut. Amherst High?
Mann, das ist ein abgefahrener Country Club. Oh gut, da kannst du mir vielleicht deine Golfschläger geben. Du wirst nur an der Kugel vorbeihauen. Also, du wurdest aus disziplinarischen Gründen von der Wilcox High School dorthin versetzt. Du stehst unter dem Verdacht, Drogenprobleme zu haben und hast die schlechteste Einstellung zum Lernen. Wenn du das hier richtig durchgelesen hast, dann weißt du alles, was du wissen musst. Aber lies es sorgfältig. Und tu mir bitte einen Gefallen. Versuch nicht schon am ersten Tag deine Tarnung auffliegen zu lassen. Okidoki. In der Amherst High School ist absolut nichts Großes los. Soweit wir wissen. Halt einfach deine Lauschlappen auf und mach mir keinen Soft da, denn du bist immer noch im Training, ist das klar? Mhm. Na schön, gehen wir an die Front. Ahu! Ich bin froh, dass der Irre auf unserer Seite ist. Plätzchen ist doch schön. Wenn du alt werden willst, fährst du die Schleuder weg. Nun mach schon, was ich dir sage, Kleiner. Fahr den Müllhaufen da weg, sonst kriegt mein Ferrari Pickel. Hey! Ich würde ihn da nicht parken, Süß. Beulen sind unheimlich teuer. Meine oder deine? Du hast gehört, was er sagt. Fein, weg! Damit du auch was Heißes in der Hose hast. Was zum Teufel? Rein weg! Du bist tot, Mann. Was? Ihr sollt aufhören! Aufhören, sag ich! Wer hat angefangen? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Wir sind Freunde. Stimmt das, Tyrell? Wie heißt du? Ich bin Tom Bauer und bin neu hier. Du machst dir einen guten Anfang hier. Ja, Sir. Also, wer hat angefangen? Wie ihr wollt, ihr zwei. Ihr geht jetzt in Schäffers Büro. Aber schnell. Park den Wagen. Die erste Viertelstunde hat gerade erst vor ein paar Minuten begonnen und schon sind zwei meiner Spieler im Aus. Und wie ich das sehe, hast du den schwarzen Peter Tyrell. Du wirst zwei Wochen nachsetzen. Außerdem wird dein Bewährungshelfer einen Bericht von mir kriegen. Das wird ihn wahrscheinlich ärgern. Und vielleicht wirst du deinen Ferrari in der großen Zelle parken, Tyrell. Lass deine Finger von meiner Krawatte. Und jetzt verschwinde hier. Das hier ist nicht gerade ein überwältigendes Abgangszeugnis, Bauer. Sieht so aus, als hättest du in der Wilcox ganz schön dazwischen gefunkt. Du denkst, du bist ein ganz heißer. Oh, was haben wir denn hier? Du hast also auch noch Puff-Probleme. Weißt du, früher, da haben wir das alles durch Sport rausgeschwitzt. Wissen Sie, ich bin ein Anti-Sportler. Wir haben hier ein Hartmach-Programm, Bauer. Ich erwarte, dass du mit deinem alten Herrn morgen Abend hier antrabst. Wenn nicht, werfe ich dich aus der Liga. Oh, danke, Sir. Nur, mein Vater arbeitet jede Nacht und,
Er braucht den Job. Ich will ihn aber sehen. Was willst du schon wieder, Wexler? Lass mich in Ruhe, Mann! Ich denke, dir wird's hier besonders gefallen. Da dir der Tod ja auch gefällt, Teddy. Das Wissen um die Metrik oder den Reim eines gut geschriebenen Satzes gibt uns, den Schriftstellern, die besondere Plattform, die uns befähigt, literarische Leidenschaft zu entfalten, die wir, die Schriftsteller, zum Schreiben benötigen. Kann mir einer von Ihnen sagen, wieso wir einen Satz grafisch niederschreiben sollten? Na, was ist? Heben Sie einfach die Hand. David Goebel. Guten Morgen, Mr. Goebel. Würden Sie bitte dem Rest der Klasse sagen, warum wir versuchen, einen Satz grafisch niederzuschreiben, ja? Oh, dass wir Geld verdienen können. Ich will sofort den Zettel sehen. Ich bin sicher, der Rest der Klasse möchte auch erfahren, was das für eine Nachricht ist, die Sie da haben. Lesen Sie sie laut vor. Kommen Sie, Mann, das ist persönlich. Ich bin nicht Ihr Mann, Mr. Bauer. Doch vielleicht... Machen Sie lieber ein paar Extra-Runden mit Mr. Schäfer. Hallo, Tom. Ich hoffe, dir gefällt Mr. Lambs Vortrag über die grafische Darstellung von Sätzen genauso wie mir. Wenn du es nicht verstehst, sag mir Bescheid und ich... Hi, mein Name ist Wendy und ich liebe Partys. Ich würde mich gern nach der Schule mit dir treffen. Wenn du einen Wagen hast, sag mir, wo er steht. Oh... Brillant formuliert, Mrs. Byers. Oder sagen wir besser fast brillant, denn die Formulierung, wo er steht, ist vielleicht nicht ganz so glücklich. Finden wir eine Formulierung für, wo ist das Auto? Helfen Sie ihr auf die Sprünge. Er steht rechts auf dem Schülerparkplatz, ein 68er Muster. Ich meinte, wenden Sie eine andere Formulierung für stehen an. Eine wie parken. Jetzt passen Sie mal auf. Sie sind gerade mal einen Tag hier und wollen wissen, wo die Cafeteria ist. Wie würden Sie die Frage formulieren? Wo ist die Cafeteria, du Penner? Ich bin sehr gut darüber informiert, dass Sie hier ein Problem darstellen werden. Anstatt Ihr freches Mundwerk mit einer Nachsitzstrafe zur Ruhe zu bringen, werde ich es mit einer zivilisierteren Methode versuchen. Und das wird Ihnen sicher gefallen. Willkommen im Theaterclub. Ich werde in diesem Jahr einen Rip van Winkle inszenieren. Doch wenn Sie kein Theater spielen wollen, dann werde ich Jake Schäfer davon in Kenntnis setzen und Sie bekommen bestimmt etwas Netteres. Das geht nicht, da arbeite ich an der Tankstelle. Das hat Spencer Tracy auch getan. Du hast also wirklich ein Muster? Ja, sieh mal, Wendy, ich finde dich nett und so. Doch. Danke. Weißt du, meine Mutter hält mich für eine Schlampe, weil ich auf jung stehe. Doch ich finde das völlig in Ordnung. Denn zurzeit laufen eine Menge Hormonaktivitäten in meinen Drüsen ab. Deswegen sagt sie auch, ich soll mir diese Sendung im Fernsehen ansehen. Du weißt schon, dieses ätzende Zeug über Schwangerschaft und Krankheiten. Aber das tue ich nicht. Naja, meine Freundin tut das. Aber ich werde dir ihren Namen nicht verraten. Ah, ja. Okay, okay, sie heißt Sheila. Also sie dachte, sie hätte Herpes. Aber es waren bloß Lippenbläschen. Aber Lippenbläschen sind doch auch sowas wie Herpes, absolut, oder nicht? Absolut, Das ist dasselbe. Also, du hast wirklich ein Mustang? Ja. Das finde ich stark. Wo hast du ihn her? Von meinem Dad. Oh, meiner fährt ein Chrysler. Er muss wahnsinnig cool sein. Ja, das war er. Ciao, Wendy. Fahr schon auf einer anderen Schiene. Hat die ein Glück? Wer? Na, deine Freundin. Du kannst tierisch küssen. Naja, weißt du, ich meine, ich wollte dich wirklich nicht ohne Kusse. Hey, du Bonsai, das ist meine Freundin. Du hast Glück, sie kann sehr gut küssen. Für die diesjährige Theateraufführung habe ich das Stück von Rip van Winkle ausgesucht. Und damit ihr es genau wisst, Rip van Winkle... ist ein amerikanischer Klassiker. Hey, ich bin kein Schauspieler, Mr. Lamb. Dafür bist du eine alte Schwuchtel. Schon gut, Ruhe!
Ich freue mich, dass Sie doch noch kommen konnten, Mr. Bauer. Oh, ich wurde von Elsa Maxwell aufgehalten. Sie denkt, dass ich nach diesem Stück bekannter bin als Paul Newman. Dann gebe ich Ihnen am besten die Hauptrolle. Nein, das war ein Scherz. Zum Glück von Irwin Washington meinte ich das auch so. Kenny! Kenny! Würdest du vielleicht so freundlich sein und das Stück mit Butch Cassidy durchlesen? Kenny Weckerle, Tom Bauer. Das ist ein Miststück. Haben Sie nicht ein Stück mit Tod im Titel? Okay, vergessen wir das hier. Teilen wir uns jetzt in Probegruppen auf. Also nun steht hier nicht rum. Ihr wisst, wer euer Partner ist und mit ihm sprecht ihr eure Zeiten ab. Bist du ein Hypnotiseur? Mhm. Was ist los? Wieso starrst du so? Nun, wo willst du anfangen? Ich weiß nicht, ich habe das Stück noch nie gelesen. Sei froh, denn du hast nichts versäumt. Kenn ich dich nicht? Nein, ich bin neu hier. Doch, ich kenne dich, Mann. Kannst du nicht, ich komme vom Wilcox. Jetzt weiß ich's. Du bist mal mit meiner Schwester gegangen. Keine Angst, das hat halt Wilcox getan. Sie ist so eine kleine Abgefahrene. Sie heißt Noreen. Sie trägt so eine Bananenfrisur wie du. Ah. Oh ja, Noreen. Ja, sie war nett. Ich finde, sie ist bescheuert. Sehr intensiv. Hey, kann ich dich nach Hause bringen? Nein. Was ist dein Problem, hä? Hey, bist du ein Priester? Lass mich in Ruhe. Wieso bist du so genervt? Ist das hier ein Verhör? Vergiss es. Tu ich auch. Oh. Hi. Hi. Weißt du, Wendy, ich will mit deinem Freund keinen Ärger haben. Er ist nicht mein Freund. Ich gehe nur ab und zu mit ihm aus. Ach, wirklich? Ja. Okay, ich muss dir was sagen. Es betrifft Sheila. Aha. Diese Lippenbläschen hat sie von mir. Also, ich würde gern mit dir gehen, aber so wie es aussieht, hättest du dann auch einen Herpes. Wirklich? Ja. Verwundet durch die sexuelle Revolution. Ich werde dich anrufen, wenn es so gut wie abgeklungen ist. Naja, weißt du, ich eigentlich habe ich schon einen Freund. Lass uns einfach Freunde sein, ja? Gut. Gut. Ja. Also, weißt du, ich... Der Jaguar deines Vaters deckt gerade die Zinsen. Und jetzt will ich den Rest, hast du verstanden? Hör zu, Mann, ich versuche es zusammenzukriegen. Das dauert mir aber zu lange, mein Freund Kenny. Die Bank hier verlangt nämlich gewaltige Zinsen. Gibt's schon wieder Ärger? Das hier ist nicht dein Problem, verschwinde einfach, okay? Aber sein Problem ist doch meins. Ich hab schon auf dich gewartet. Gib nicht so an. Halt dein Maul, Alter. Der Junge ist einer meiner Geschäftspartner. Würdest du wohl den Mund halten? Du willst es unbedingt wissen, nicht wahr? Ich werde dir jetzt eine Lektion erteilen. Mal sehen, ob du damit fertig wirst. Na los, Bruder, fang an! Komm schon, Elvis, hau rein. Du bist noch ein ganz Großer. Hey! Verschwindet hier! Was zur Hölle ist hier los? Sagt mal, habt ihr mich vorhin nicht verstanden? Hey, beruhigen Sie sich, Mr. Schäfer. Mein Kumpel und ich haben nur einen kleinen losgelassen. Ist das wahr? Oh ja, das war ein Oberwitz. Ich rufe dich nachher noch an. Oh, bitte tu das. Darauf kannst du dich verlassen. Wexler wird sie ins Abseits ziehen, Bauer. Er ist ein Killer. Ist er das? Razzong! Kyle Rupp von den New York Giants ist fast so ein guter Werfer wie ich. Hey, ich würde gerne mal mit euch reden. Hoch! Fang, Penner! Hey, hört das mal auf! Ich muss unbedingt mal mit euch reden, Leute! Wenn man seine Zähne zeigte, wenn er angriff. In der Highschool habe ich diese Nase immer imitiert. Da gab's noch keine Helme, nicht wahr? Nein! Nun kommt schon, ich muss noch mit euch reden! Jenko, ich würde das hier gerne zuerst erledigen. Nach der Verfahrensvorschrift muss ich meinem Boss Bericht erstatten. Du meinst das ernst? Hey, Mann, ich hasse dieses Wort. Hört sich, republikanisch an, irgendwie. Ich bin Republikaner. Ja, das wusste ich. Okay, die Spielstunde ist zu Ende. Ich wette, wir sind das einzige Revier, das sich Unterbrechungen leisten kann. Du solltest das als Glück betrachten. Vor 15 Jahren, Kleiner. Da mussten meine Leute noch eine halbe Stunde meditieren. Ach.
Okay, Cowboys, dann erzählt jetzt mal, was in der Schule so alles los war. Hey, ist das sowas wie ein Stuhlgangbeschleuniger? Laber mich nicht an. Das Zeug hat noch nicht mal einen ersten Schritt getan. Wolltet ihr Parker Center die 6 Riesen nicht erst am Donnerstag rüberschieben? Seit wann wartet ein Junkie auf die Bürokratie? Ich habe 2 Riesen aus Hoffs Reserve bekommen. Die fragliche Person hat mir den Rest auf Kredit gegeben. Der Bursche hat sicher einen an der Wurzel. Das war nicht schlecht, Harry. Ich werde morgen früh einen Haftbefehl beantragen, dann wird er festgenommen. Und ich teile mir die Festnahme mit ihm. Was? Hey, Toyo, das waren meine 2 Riesen. Oh Gott. Hansen, du warst doch ein braver Junge, hä? Notizen? Was ist, bist du der Sohn von Columbo? 6.45 Uhr zum Anwesenheitsappell im Jump Street Hauptquartier gemeldet. Captain Jenko, ich glaube, dieser Teil ist uns allen klar, Hansen. Wir waren auch da, wie du weißt. 8.37 Uhr in der Highschool eingetroffen. Sofort Auseinandersetzung mit einem gewissen Turrell Thompson. Es ging um das Eigentumsrecht an einem Parkplatz. Es wurden 4 Schüsse abgegeben. Hey, was ist los, Hansen? Hattest du keine Pistole? Thompson ist allgemein als Wexer bekannt. Er ist vorbestraft und das hier habe ich aus der Jugendgerichtsakte. Die da wissen alles über ihn und ich bin überzeugt davon, dass Wexer bei der 2F dabei war, in der Dunnigan und ich letzte Woche ermittelten. 2F, 2F, es wäre nett, wenn Sie endlich zur Hölle fahren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Na los, komm zur Sache! Ich weiß von einem Kenneth Weckerle, dass er... Also, ich habe beobachtet, wie dieser Kenneth Weckerle erpresst wurde, und zwar von diesem Turrell Thompson. Hä? Ich denke, er meint unter Druck gesetzt. Offenbar schuldet Weckerle Thompson einen Haufen Geld. Wofür? Genau das wird er herausfinden, Herzblatt. Wissen Sie, Jenko, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass ich von Ihnen auf diese Highschool geschickt wurde, in die auch Kenneth Weckerle geht. Nun, ich habe daran auch so meine Zweifel, Hansen. Es sei denn, du denkst, ich war gerade auf einer Monkey-Tournee oder sowas ähnliches. Natürlich war das kein Zufall. Ich dachte, das wäre eine gute Möglichkeit, dich für eine Weile abzukühlen. Ich wollte nicht, dass du da reinplatzt und gleich irgendeinen verhaftest. Wenn Kenny mich nun als Bulle entlarvt hätte. Das hätte meine Tarnung gekostet und den Fall platzen lassen. Ey Mann, sowas würde bei uns nicht laufen. Mm-mm. Hör zu, Hansen. Du und Ioki, ihr werdet diesen Jungen rund um die Uhr bewachen. Und ich würde sagen, ihr nehmt Harrys Wagen. Finde ich tierisch. Somit gewährleisten wir, dass dieser Wackler, Weckler oder wie auch immer er heißt, einen heißen 68er nicht wiedererkennen kann. Comprende? Okay, die ganze Klasse wegtreten. War nett, dich gekannt zu haben, Hansen. Setz lieber eine Blechmütze auf. Der Junge ist ein Jerry Lewis auf Rädern. Nicht komisch, aber er fährt, als hätte er einen Sockenschuss. Ja! Hey, hast du in der Mühle nichts zum Anschnallen? Nein, brauche ich nicht. Ich halte mich am Steuer fest. Ist ja heavy. Ja, macht ihn mal fast hier lang? Keine Sorge, ich finde ihn cool. Gut. Die Menschen denken immer, wir Asiaten können nur Rikscha fahren. Aber das ist nur so ein verschissenes Vorurteil. Weiter nichts. Ja, so eins wie, dass Indianer keinen Schnaps vertragen. Du sagst es, Bleichgesicht. Weißt du, wie ich Englisch gelernt habe? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Ich habe mir 100-mal die Police Academy-Filme angesehen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, eine Beschattung ist sowas wie eine Beerdigung. Und frag mich nur nicht, was ich als Liebesknochen verstanden habe. Oh Mann, ich hasse das hier. Ich finde, so ein Einsatz turnt doch tierisch an. Das verstehe ich. Denn du liebst, was du tust. Dir steckt's im Blut. Das hast du sicher von deinem Alten. Ich habe gehört, dass er ein ganz schön starker Typ gewesen sein soll. Tapferkeitsmedaille und so. Wofür hat er die gekriegt? Für den Tod. Thank you.
Was für ein Verdächtiger. Ein Zeitungsboy, wie finde ich denn das? Das check ich nicht. Der Kleine zieht die Abräumnummer ab. Na klasse. Ich glaube, es wird Zeit, meinen Heizöl-Ferrari mal auszufahren. Immer mit der Ruhe, Yuki. Ich finde, wir sollten ihn nur verfolgen. Das ist ein 4-5-9er. Ich brauche die Verhaftung. Die Hälfte meiner letzten hat Hoffs geschluckt. Freundchen, komm raus oder ich blass dir deine Birne weg. Ich bin einer von Ihnen. Hören Sie auf damit. Sagt wer? Sag ich. Hansen, das hätte ich mir denken können. Doch weißt du, ich wundere mich, dass dein Partner noch kein Pflaster auf der Nase hat. Die Mühle richtig rangenommen? Klingt eher, als hättest du ihn im Leerlauf gehabt, Yuki. Hör zu, Panel, das Ding hatte einen Turbolader oder sowas. Okay, naja, vielleicht saß er auf einer Rakete. Junge, Alter, wach endlich auf. Hi, großer Verfolger. Oh, schon gut. Wie war deine Nacht, hä? Wild und heiß. Und ich hab gekriegt, was ich wollte. Hey, was soll das? Steht es schon im Polizeianzeiger drin? Sag mal, Kleines, würdest du mir mal einen Ohrring ausleihen? Tu es nicht, der Gute hat mir meine Strumpfhose auch noch nicht zurückgegeben. Alle meine Männer tragen Strumpfhosen oder sie tragen gar nichts, Dicke. Oh. Da wünscht man sich, man wäre ein Schwarzer, nicht wahr, Jude? Du machst farbige Witze? Schau dich mal an. Bingo, Captain America. Wo hast du das so schnell her? Hm? Ein Freund meines Vaters arbeitet in der Personalabteilung, also ging ich heute früh zu ihm und hab die Akte bekommen. Dafür willst du eine Eins, hm? Du sollst sie bekommen. Also, Jenko, in den letzten 6 Wochen gab es 15 4-5-9er in der Gegend, und zwar alle zwischen 4 und 5 Uhr früh. Ich hätte wetten können, dass Weckerle etwas mit Drogen zu tun hat, aber jetzt sieht's mir nach Diebstahlring aus. Wäre möglich. Aber wie passt Wechsel in dieses Bild? Ich meine, er macht den Jungen fertig, oder nicht? Verpasst ihm eine Prügel und klaut den Wagen seines Alten. Ich finde nach wie vor, wir sollten den Burschen abholen, denn unsere Beweise sind stichhaltig. Und er wurde am Tatort identifiziert. Also, wir werden Folgendes machen. Wir behalten Weckerle im Auge und du kümmerst dich um Wechsel. Weißt du, ich bin der Meinung, so ein paar kleine idiotische Diebstähle reichen nicht aus, um den Ferrari zu bezahlen, den Wechsel fährt. Also, wir sehen uns wieder in der Schule, Sohn. Hey, Wexer!
Hey, Ray Ray, der Klarinettenspieler ist hier. Was ist los, Mann? Magst du keine Rapmusik? Das ist doch nicht etwa der Wagen meines Vaters. Nein, Mann, das ist das, was von ihm übrig geblieben ist. Na ja, Ray Ray hat alleine für den Motor $3,000 gekriegt. Also die verpfändest du nicht. Mein Vater hing an ihr. Gib nicht so an. Du schuldest mir die Differenz für den Rest des Wagens. Ich schulde dir gar nichts. Hm? Wir sind jetzt quitt, ist das klar? Einverstanden? Deine Schulden sind nie abgelöst. Aber das Zeug hier verbessert deine Kreditwürdigkeit. Nun, wissen Sie, ich habe das Problem, Ihren Jungen in die Schulmannschaft zu bekommen, Mr. Bauer. Ja, das weiß ich. Tommy ist ein Problem und seine Mutter und ich also. Wir machen uns große Sorgen um ihn. Nun, er ist fast 18 und im Leben gibt's keine Nachspielzeit. Und ehe man sich versehen hat, pfeift der schwarze Mann das aus. Und das Leben geht weiter in der Würstchenbude. So ist es. Doch vielleicht bringen Sie meinem guten Thomas ein paar Grundprinzipien bei. Ich habe es weiß Gott versucht. Dad, hör damit auf. Alles klar, Bübchen. Nenn mich nicht Bübchen, das will ich nicht. Ich wollte dich nicht ärgern, also doch, lass das. Das wolltest du, ich weiß, dass du das wolltest. Ho, 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 hey! Halbzeit. Sehen Sie, das ist genau der Grund, warum Ihr Sohn in das Tough Love Programm soll. Kommunikation. Das ist das halbe Tor, Mister. Richtig. Kommunikation. Hey, das kenne ich. Und zwar genau. Denn ich und meine Frau, wir zwei bemühen uns ganz besonders. Ich meine, wie die Bienen. Also wir versuchen besonders viel Zeit dafür zu opfern, ohne Qualitätsverlust. Also ich meine, hören Sie zu. Ich arbeite bis spät abends und, so läuft mein ganzer Tag. Ja, Dad ist eine große Nummer. Er steht in der Würstchenbude. Tut mir leid, aber ich habe eben nicht viel Zeit. Doch die brauchen Sie, Mr. Bauer. Denn wir müssen einen verschossenen Ball retten. Deinen verschossenen Ball, Dad? Tut mir leid, aber ich fürchte, das kann ich nicht. Ich meine, ich wünschte, ich, mein Job, also dass der Dad ist zu aufwendig. Dad, er versucht uns zu helfen. 8 Uhr, Mittwoch. Und bring seinen Unterleibsschutz mit. Es gibt eine Menge Zusammenstöße. Hat auf 4, Dad. Ja, das wird ganz schön Schweiß kosten. Tja. Ey, Mann, auf wessen Seite warst du eigentlich da drin? Entschuldigen Sie mal, ich musste mein Image wahren. Ich bin ein Rebell. Du bist kein Rebell, du bist ein Blödmann. Was erwarten Sie eigentlich von einem Jungen, dessen Vater sagt, meine Frau und ich waren fleißig wie die Bienen? Ich glaube, jetzt denkt Schäfer, ich wurde von Walt Disney erzogen. Hey, ich hab gedacht, ich arbeite mit einem Profi zusammen, aber das hier war wohl nicht so Ihr Ding. Tut mir leid, ich hab Sie überschätzt. Ja? Sieh lieber zu, dass du von Wexer die aktuelle Adresse kriegst, damit ich hier nicht als Schulball-Anstandswauwau erscheinen muss, okay? Kein Problem, Dad. Oh, die Krawatte ist cool. Ja, der reine Wahnsinn, der reine Wahnsinn. Verstehst du, was das soll? Ich meine, zuerst fährt die Ferrari-Nase zu einem Dreckschuppen und jetzt in einen Luxusladen. Also was soll das? Hat er Hunger? Ich seh mal nach, Yuki. Wenn Wexer rauskommt, drückst du auf die Tröte und dann verfolgst du den Blödmann, okay? Hey, warte mal, Mann. Seit wann leitest du diesen beschissenen Einsatz? Seit ich Wexer vor meiner Kanone sehe. Aber du hast recht, tut mir leid. Also, was tun wir? Ich kann nicht auf diese blöde Tröte drücken. Sie ist kaputt. Das passt mal wieder. Wieso musst du das tun? Das verstehe ich nicht, Bob. Na, das ist doch ganz einfach. Ich bin diesem idiotischen Studiobesitzer irgendwie verpflichtet. Er hat mir mal geholfen, als es mir sehr dreckig ging. Schon, aber das hast du ihm doch schon doppelt und dreifach zurückgezahlt.
das ist zwar wichtig, aber irgendwie ist da ja auch noch sowas wie eine Freundschaft. Du bist in meinen Augen ein großes. Ist schon. Ich warte schon sehr lange. Warten wir nicht alle irgendwie? Wo ist der Stoff? Hey Mann, nicht hektisch werden. Ich hab ihn draußen. Nimm noch ein Glas Champagner. Sir? Oh, ich möchte ein kleines Bier. Und was für eine Sorte? Nun, geben Sie mir ein Light. Kommen Sie, ich wollte kein Licht, ich wollte ein Bud Light, okay? Zeigen Sie mir doch mal Ihren Ausweis, Jungchen. Ich denke, der reicht, denn Sie wollen doch bestimmt nicht, dass ich den Schuppen der Kommission für Alkoholausschank melde, oder? Ein, Bud Light? Gern. Also schön, gehen wir. Nicht so hurtig. Vielen Dank für alles. Es alles war klar. Nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Mr. Baxter. Das für dich. Danke, Sir. Tom Hansen. Lassen Sie mich raten. Folgen Sie dem Wagen. So ist es. Vergessen Sie es. Was? Das ist ein Polizeinotfall. Nun fahren Sie schon. Da vorne steht ein Bus. Ich bin ermächtigt, dieses Taxi für einen Polizeieinsatz zu requirieren. Wir fahren nur gegen Barzahlung. Wenn Sie den Porsche nicht verlieren, gehört die andere Hälfte Ihnen. Die Strafmandate übernehmen wir. Alles, was Sie sagen, Kommandant. Festhalten. Also hier ist Hansen und wir haben es vermasselt. Was ist passiert? Baxter hat mit irgendeiner Type seinen Wagen getauscht und die Yoki folgte ihm. Der Mann ist jetzt High Park 1925, Apartment 310. Der Name an der Tür ist Benotovic. Ich folgte Baxter im Taxi. Ja und? Wir sind irgendwie, also wir sind auf Baxters Wagen aufgefahren. Er hat auf mich geschossen. Bist du okay? Ja, aber das Taxi wird es nicht überleben. Ey, vergiss das Taxi. Taxen sind leichter zu bekommen als gute Polizisten. Hör zu, Hansen. Ihr holt jetzt diesen Weckerle-Jungen ab. Welche Anklage? Ich werde versuchen, für den 459er einen Haftbefehl zu kriegen. Ich nehme an, dass Wexler den Jungen zum Schweigen bringen will. Den Typen vom Hyde Park schnappen wir uns morgen früh. Okay?
Wie geht's dem Flitzer? Bestens. Was willst du? Wie kommst du darauf, dass ich was will? Du warst zuverlässig. Brachtest mir Geld. Eine Menge Geld. Naja, und dafür will ich dich ein wenig am Gewinn beteiligen. Das hebt die Arbeitsmoral und schafft Freunde im Gewerbe, mein guter Kenny. Ist die Oberpower-Mischung. Dann zieh sie dir schon rein. Also, ich werde mich an Janko hängen, okay? Alles klar. Du bist doch in meinem Englischkurs. Ja, du warst absolute Spitze. Unser Lamp sah aus wie ein Ochsenfrosch. Oh, danke. Kennst du Weckerle? Kenny Weckerle? Seine Schwester kenne ich besser. Hast du ihn hier irgendwo gesehen? Nein, heute leider noch nicht. Hallo? Kenny Weckerle irgendwo gesehen? Lass mich bitte in Ruhe, ich will mir nichts holen. Ach, komm schon. Ich glaube, er geht in die Elfte. Was willst du? Sheila hat gesagt, du wärst nie mit ihr zusammen gewesen. Du hast gelogen, Freundchen. Außerdem waren es keine Lippenbläschen, sondern Fieberbläschen. Also gut, ich bin schüchtern. Ich kann nichts dafür. Hör zu, ich muss Kenny finden. Ich hab dich schon verstanden, du magst mich nicht. Also lass mich in Ruhe. Und noch was, du bist auch nicht der Schönste hier. Andy, es ist echt wichtig, dass ich ihn finde. Ich muss Kenny Weckerle sprechen, sofort. Diesen Hirn hier aus der Schulbank? Hast du ihn irgendwo gesehen? Ja, auf seiner Geschlechtsschleuder fuhr er durch die Gegend. Wahrscheinlich glaubt er, er wäre Peter Fonda. Danke. Also, George, als ich in meinem Sprechzimmer saß, hörte ich ein Geräusch. Was denkst du, was es war? Deine Mutter hatte Holz gehackt. Ist Kenneth Weckerle hier? Mr. Bauer! Schön, dass Sie da sind. Sie wissen, dass Sie in dem Stück mitspielen. Vergessen Sie das mal. Hat ihn jemand von euch gesehen? Soviel ich weiß, war heute Morgen in der Turnhalle. Der Bursche ist ein großer Turnschuhschnüffler. Also weiter. Kenny? Ich brauche sofort einen Notarztwagen. Halten Sie den Mund und besorgen Sie den Wagen, sonst stirbt in der Umkleidekabine ein Junge. Keine Bewegung! Hände an die Decke! Nimm den verdammten Revolver weg, du Sackgesicht! Gehen Sie aus der Schusslinie, Mann! Was soll denn das? Ich werde es zeigen! Der Mann sagte keine Bewegung. Sie sind verhaftet, Mann. Hör zu, Hansen. Der Junge hat sich harte Drogen reingezogen. Das war zu erwarten. Wex hat eine Verbindung zu Kenny gesehen. Deswegen gab er ihm den Schuss. Also jeder, der ein Fixer ist, trägt so ein Risiko. Die meisten erwischt es irgendwann und niemand kann daran was ändern.
Auch wenn du noch so viel Dealer hochgehen lässt, du würdest nur was erreichen, wenn du die Sucht ausrotten würdest. Es tut mir leid. Noreen bittet dich, sie zu entschuldigen. Sie liebt dich und es tut ihr wirklich leid. Es tut uns allen leid, Kenny. Wieso denn? Ihr hattet doch gar nichts damit zu tun. Oh doch, das hatten wir. Ihr habt damit überhaupt nichts zu schaffen. Es kommt nur darauf an, wie cool du bist, aber auf keinen Fall, wer deine Eltern sind. Dürfte ich mal mit ihm alleine reden? Ja, sicher. Wir werden nächsten Sonntag Golf spielen, du und dein alter Vater, okay? Hm? Ist das wahr, dass du Polizist bist? Das finde ich echt Schrott. Du bist sowas wie ein Doppelagent, hä? Der Freunde verpfeift. Du bist nicht mein Freund. Oh, das bricht mein Herz, ehrlich. Ohne mich wärst du schon hinüber, weißt du das? Wer hat das gesagt? Du hattest eine volle Ladung Chinarbeit. Das war absolut unverfälschter Koks. Waxer wollte dich töten. So ist das, Mann. Er fand heraus, dass ich ein Bulle bin. Das reichte ihm. Du musst dich mit meinem Vater vereinen und vielleicht bezahlst du auch die Hälfte des Zimmers. Verpiss dich! Es wäre möglich, dass ich dir nicht helfen kann, Mann. Aber vielleicht will ich es auch nicht. Aber ich will diesen Waxer. Wenn du mir nicht sagst, wo ich ihn finde, werde ich dir in den Hintern treten. Von Freund zu Freund. Wollt ihr schnappen? Ich will nur zu einem OG namens Waxer. Die Nase weiß doch gar nichts. Wer ist das? Schön ruhig, der ist nur voll. Wer ist da? Ich würde sagen, gebratenes Hühnchen, weiter nichts. Ach ja, noch ein Kalksack. Nicht schlecht. Was willst du? Ein Sack voll Schnee. Du verkaufst doch welchen. Sagt wer? Jemand sagt, du wärst was Besonderes, Kleiner. Das sehe ich nicht. Komm, Tarzan, wir machen uns weg. Hast du denn Scheine? Okay, komm rein. Aber der Kalksack bleibt draußen, klar? Habe ich nicht gesagt, sie soll da nicht allein rein? Woher weißt du, dass ich deale, Pippi? Nun, du wirst deinen Ferrari nicht fürs Verteilen der Schulspeise bekommen haben, oder? Trag nicht so dick auf. Hey, Hansen. Ja, Cenk? Das Spiel läuft nicht so, Hoffs ist allein rein. Scheiße. 4 für 3. Hier sind 200. Mein Freund da draußen gibt dir den Rest. Halt sie! Hey, bist du verrückt? Was haben wir denn da, Brathuhn? Angriff! Hoffs! Ich bin okay! Waffe weg, mein Sohn! Wirf sie weg!
Bleib stehen, Mann! Bist du so blöd? Immer weiße Jungs sind so lahm. Sehr witzig. Hey, Jenko, lies ihm seine Rechte vor, sonst wird der Fall noch wegen dieses Versäumnisses abgewiesen. Hansen, du wirst wohl nie vergessen, dass du ein Polizist bist, oder? Doch, ich find's gut, Mann. Na, bist du okay? Ja, Das war gut, Tom. Danke, Papa. Ist wirklich alles okay? Ja. Dann fährst du jetzt nach Hause und schläfst ein bisschen, okay? Hey, Cenk. Ich fange an, auf die Kleine zu stehen. Warum ist sie so? Vergiss Hoffsmann. Die Gewichtsklasse wirst du nie erreichen. Darauf würde ich nicht wetten. Laber nicht, geh. Das hat was mit Feeling zu tun. Der Fahrlehrer sagt, ich hätte ein fast perfektes Ergebnis erzielt. Du kannst mir viel erzählen. Leider habe ich meinen Sturzhelm nicht dabei. Ich bin wirklich eine gute Fahrerin, Kind. Okay, vergiss es. Ich vergesse es, Bruderherz. Deswegen werde ich dich jetzt auch nach Hause fahren. Wo sind die zwei Alten? Nun, weißt du, dein Vater will dir die Moralpredigt wahrscheinlich erst zu Hause unter vier Augen verpassen. Mhm. Ich schätze, Eltern tun sowas, weil sie uns lieben, hä? Ja, es muss hart für sie gewesen sein. Möglicherweise genauso wie für dich. Ich komme schon wieder in Ordnung. Ich weiß. Wartest du mal eine Sekunde? Ja, natürlich. Redest du noch mit mir? Klar. Das ist schön. Noch bin ich ein Tag. Ja, Mann, gerade deshalb. Hör zu, Kenny. Nur weil ein Typ irgendwann Scheiße gebaut hat, ist sein Leben noch nicht zu Ende. Das passiert in der Menge. Ist es dir auch schon passiert? Hm, sehr oft sogar. Ich wünsche dir viel Glück, Alter. Hey, Hansen! Danke. Okay. Hey, Kenny. Grüß deine Schwester von mir. Okay. Naja, ich habe ja schon von Glück gehört, aber puh, das von Hansen darf nicht wahr sein. Er ist noch nicht mal eine Woche hier und hat bereits einen großen Dealer hochgehen lassen, der Kenny Wackerle von Waxer bearbeiten ließ, während er auf dessen Gehaltsliste stand. Den Diebstahlring nicht mitgerechnet. Das sind drei Festnahmen, wenn ich das richtig gerechnet habe. Kenny ist jetzt in einem Drogenrehabilitationszentrum und so hat er auch noch eine weitere Familie Amerikas vor der Drogenzerstörung gerettet. Und am Ende kriegt Hansen noch einen goldenen Stern ins Zeugnis und wir sehen aus wie ein Schrotthaufen. Hey, wollt ihr ihn damit durchkommen lassen? Oh oh. Ich wusste gar nicht, dass wir Zeugnisse kriegen.
Wenn unser Freund Pennell so viel über einen anderen Polizisten meckert, bedeutet das nur, er ist beeindruckt. Und das sollte er auch. Ich finde, er hat Anerkennung verdient. Das war gut, Mann. Okay. Also, ich bin überwältigt. Es war wirklich bestens. Doch behalt das für dich, He-Man. Das werde ich. Ist Jenko hier? Ich will ihm Bericht erstatten. Was willst du? Hansen, wir haben Freitagabend. Und? Das heißt nur, am Freitag wird nicht erstattet. Wieso nicht? Was ist los? Hat einer deiner ausgefransten Nachbarn einen 415er gemeldet? Du solltest dir ein paar andere suchen. Ja, oder mir ein Haus am Flughafen kaufen. Wen sehe ich denn da, Leute? Was ist los? Hast du etwa eine Ferienreise gewonnen? Nein, ich habe dienstfrei und lasse meine Arbeit im Büro. Hey, was ist denn das für ein scharfer Kasten? Willst du uns eine Krawatte verkaufen? Oh. Ich hab gedacht, vielleicht braucht ihr noch einen, der einen anständigen Ton drauf hat. Du? Du willst bei uns mitspielen? Du? Ja, wenn ihr was drauf habt. Hey Mann, hier musst du dich beweisen, nicht wir, Bruder. Alles klar, okay. Shotgun in C. Hau rein, Träne.